Sie sind muffig, sie sind mürrisch und es ist sehr, sehr schwierig in Berlin. Aber sonst, normalerweise geht man in eine Lesung und versucht in den ersten 5 Minuten den Saal zu kriegen. Und wenn man den hat, ist gut. Du hast eine Lesung, ich war dabei, die Leute im vollen Saal haben reagiert auf deine Texte. Gibt es da irgendwie Nuancen, Unterschiede zwischen Baden-Württemberg, Tirol und vielleicht Schleswig-Holstein? Nein, eigentlich nicht. Wenn man sich erst hinsetzt und anfängt zu lesen und es dann schafft, die Leute in den Bann zu ziehen, was ich immer versuche, dann reagieren die im Grunde überall gleich. Bei den lustigen Stellen lachen sie und bei den traurigen sind sie still. Das schwierigste Paket ist immer Berlin. Wieso denn? Ja, weil die Berliner sind fürchterliche Menschen, schlecht gelaunt, bösartig. Also in Berlin zu lesen, ist eine große Qual. Wenn man das geschafft hat, dann kann man es überall. Liebe Elke, Hand aufs Herz, ich kenne auch Berlin. Und Spandau und Köpenick sind ja andere Welten. Kann man von einem Berlin als solches reden? Ja, natürlich. Wenn ich in Berlin bin, habe ich das Gefühl, ich muss auch in Polen einmarschieren. Berlin ist aggressiv und Berlin macht alles, was an mir selber unsympathisch ist. Meine Aggressivität, meine Ungeduld, meine Schnelligkeit, das wird in Berlin potenziert. Ich bin in Berlin, ich gehe auf den Zehenspitzen und denke, hoffentlich kann ich bald wieder weg. Berlin ist eine Stadt, die ich überhaupt nicht vertrage. Und da ist jede Lesung mit Angst gespickt bei mir. Aber es funktioniert. Es war ein Treffen von Krimi-Autoren gewesen. Ich war nur zufällig im selben Hotel und saß an der Bar mit einer netten Autorin, die mir erklärte, wie wichtig es sei und wie schön und wie entspannend, Kriminalromane zu lesen. Ich hielt tapfer dagegen. Ein Mann setzte sich zu uns an die Bar mit dem klassischen Satz, na Mädels, so allein. Sie kannte ihn auch nicht, er war kein Autor, er war hier Zufallsgast wie ich. Er blähte sich mächtig auf. Er unterhielt uns, er baggerte uns an, er riss alles an sich, Nüsschen, Gespräche, unsere Zeit. Als er merkte, dass wir nicht auf ihn abfuhren, wurde er pampig, beschimpfte uns als intellektuelle Hühner, frustrierte Weiber, blöde lesbische Tussen, zahlte seine 6 Bier auf Zimmer 57 und ging. Als er weg war, bestellten wir die teuerste Flasche Champagner, damals 182 Mark, auf Zimmer 57 und hatten noch lange gute Gespräche pro und contra Krimi lesen. Ja, kleine Strafe muss mal sein. Kann das Umdenken von Realität, es könnte in einem Roman stehen, auch das Leben erleichtern? Nein, aber ich denke manchmal, wenn ich was erlebe, das ist eine Geschichte und mache mir eine Notiz. Das möchte ich nicht vergessen. Das ist jetzt hier, entsteht gerade eine Geschichte. Aber ich selber bin sehr realistisch und sehr mit beiden Beinen auf dem Boden, immer. Was steht an bei dir? Was liegt auf dem Schreibtisch? Ich denke nach über ein Buch, das mit Kleidung zu tun hat. Was macht Kleidung in unserem Leben? Das erste Ballkleid, was man hatte. Das erste Mäntelchen mit Goldknöpfen. Der falsche Anzug zur falschen Zeit. Overdressed, underdressed, diese Sachen. Darüber denke ich gerade nach. Und da bin ich am Sammeln mit Geschichten. Mein sizilianischer Freund Leo Luca erzählt mir, dass jeder Mann in Sizilien seine Lupara, ein Schrotgewehr, im Schrank hat. Ein Vater schenkte seinem 13-jährigen Sohn eine kleine Ausgabe, eine Luparetta. Der Sohn tauschte sie in der Schule gegen eine schöne Armbanduhr. Der Vater war außer sich und schrie, und wenn morgen einer kommt und deine Schwester eine Hure nennt, sagst du ihm dann, wie spät es ist?